Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Nach einer etwas längeren Pause wegen Sommerpause. Es war nämlich Sommer. Fange ich jetzt wieder an mit den Let's Plays, deswegen nicht lang rumgeschnasselt, direkt gestartet. Third Wheel, Waterlog, Upper Shaft sind abgeschlossen. Es geht explodierend weiter. You have to explode the head. Du musst den Kopf explodieren lassen. Okay, da ist eine Mine. Da ist ein Kopf. Da sind viele Goos. Rote, brennende Goos. Das müssen die Roboter sein, die diese Factory gebaut haben. Ich dachte, die wären alle auseinandergerissen und verschrottet. Für Teile schon vor Jahren. Oh, sieh! Einer ist geblieben. Er ist so süß. Aber die Röhre ist genau hinter seinem Kopf. Okay. Man kann den Fortschritt nicht aufhalten. Der Schildermaler. So. Rechts brennt's. Links brennt's. Ganz viele Ausrufezeichen und noch ein Schild. Psst. Klebebomben sollten eigentlich verboten sein. Sie sind sehr gefährlich. Und kleben an jeder Oberfläche. Gut, dass er schläft. Der gesetzestreue Schildermaler. Ja. Also, heißt so viel wie hochbauen. Diesmal mit diesen kleinen Brennkerlen. Und da der Kopf sich dreht und voller Spitzen ist, gehe ich jetzt mal ganz stark davon aus, dass ich den irgendwie umgehen muss. So und so. Und so. Und so. Vielleicht auch noch so. Ziehst du dann an dieser Seite auch nochmal einmal anbauen. So. Hier kann ich wohl hin. Jawohl, sieht gut aus. Da kann ich wohl hin. Na? Nein. Zurück. Ich will doch hier so ein dreieckiges Ding hinbauen. Tja. Ich glaube, ich muss theoretisch noch ein Stück weiter rüber hier. Muss also hier auch nochmal anbauen. So und so. Kann ich hier meine drei Dingsies hinsetzen. Hahaha. Das wird natürlich jetzt kein einfaches Unterfangen hier. Wenn ich um diesen Kopf drumherum bauen muss. Na? Fletsch, das war zu weit. Also ein zurück. So, dann also hier außenrum. Ich hoffe, ich komme da jetzt nicht direkt in die Flamme rein. Das wäre ja auch ein bisschen Mist. So, und das gleiche Konstrukt jetzt auf der anderen Seite bauen. Na? Nicht zu dicht, sehr gut. Ah, dahin. Ich brauche ein bisschen Stabilität, denke ich. Und muss aber auch weit genug von der Flamme weg sein. So. So. Wird es langsam spannend. Ich weiß nicht, wie viel diese kleinen Jungs aushalten. Sie sehen nicht 100% stabil aus, wenn ich das mal so sagen darf. Muss ich mich jetzt vielleicht einfach ein bisschen beeilen?
Hier eine Verstrebung rein. Na, da eine Verstrebung rein. So. Habe ich doch das Ganze erstmal nett umbaut. Herz allerliebst. Dann kann es ja jetzt nach oben gehen. Ich glaube, hier so ein bisschen Stabilität reinbringen tut dem Ganzen keinen Abbruch. Nur gucken, dass ich mit den Fuß zur Rande komme. Ist ja schon mehr als ein Gutturmbauer an der Anzahl der Goos gescheitert. Na, hier unten hin, genau. Hier noch eine Stabilisierung rein. Da noch eine Stabilisierung rein. So. Oh je. Na, ob ich das schaffe mit dem, was ich jetzt noch übrig habe an Goos? Ich kann die hier aber auch nicht wieder rausnehmen, nee. Also muss das jetzt reichen. Irgendwie so. So. Wie viele rote habe ich denn noch? Zwei. Nur das könnte echt knapp werden. Ja, ja. Jetzt, ja. Bombe hängt. Allerdings komme ich jetzt auch nicht mehr ins Feuer rein. Das war nicht so clever. Den hier hätte ich mir tatsächlich sparen können. Denke ich. Ich versuche mal bis dahin zurückzukommen. Diese kleinen Viecher nicht so scheißen flink wären. Na? So, sehr schön. Jetzt hätte ich gerne meine roten Goos hier oben. So. Ich weiß, da sind noch mehr. Hoch, hoch. Alle bitte hoch. Welchen Part von hoch versteht ihr eigentlich nicht? Ich habe schon meine tolle Tröte hier ausgepackt. So. Den noch hier hin. Dann sind sie alle wach. Zack. Bombe runter. Sehr schön. Ist nur die Frage. Ich muss eigentlich Ich brenne das jetzt einfach erstmal ab. Das war nicht so toll. Warum brennt sich nichts? Jetzt brennt sich. Jetzt brennt auch die Bombe. Badaboom. Und so. Und das war's. Kommt alle hoch. Du auch noch. Ach, da sind ja noch welche. Huch, da kriege ich ja so richtig viele zusammen. 6, 7. Das war witzig. Jetzt kann der Turm auch umfallen. Das ist mir egal. So. Das hat Laune gemacht. Hat es euch auch Laune gemacht? Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen da lasst oder ein +1. Wenn ihr mir in die Kommentare schreibt oder sonst irgendwie mal eure Meinung kundtut. Und ansonsten sehen wir uns weiter beim nächsten Let's Play. Bis dahin, zockt viel, zockt schön und tschüss.